Es war das fünfte Mal, dass der brasilianische Nachmittag bei Planten und Blumen zu Hause war. Ein wunderschönes Fest, das mit viel Sonne anfing, aber leider vor dem Ende abgebrochen werden muss, weil sich das typisch Hamburger Schmuddelwetter durchgesetzt hat. Okay, boa tarde, guten Tag. Mein Name ist Cecilia Simon und ich bin die Organisatorin der brasilianischen Nachmittag in Planten und Blumen. Diese Veranstaltung findet heute zum fünften Mal statt und ja, bis hier mit einem schönen Wetter und ein spannendes, wunderbares Programm. Das Trio Cricola eröffnete das Programm mit einer Mischung aus Bossa Nova und Jazz. Ein perfekter Start für einen brasilianischen Nachmittag in der Natur und mit ganz viel Sonne. Im weiteren Verlauf begeisterte Claudio González mit seiner Powerstimme und die einmalige Sui Lilaua das Publikum bei Planten und Blumen. Miriam da Silva und Guilherme Duarte kümmerten sich um die Choreografie. Brushing his long, blonde hair, and then she tell me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Pois há muitos peixinhos a nadar no mar, como os beijinhos que eu darei pra sua boca. Tempos, meus braços, os seus abraços vão de ser milhões de abraços a ver. Putzen und Wischen stand eigentlich nicht auf dem Programm. Aber man ließ nichts unversucht, den Auftritt der Star-Tänzerin Paula Juliana Ferreira trotz typisch Hamburger Schmuddelwetter möglich zu machen. Am Ende war das Risiko eines Auftritts doch zu groß und so hoffen wir auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Die brasilianische Version der brandenburgischen Konzerte. Jetzt präsentieren wir Bachiana Nummer 5.